Hallo, schönen Vatertag euch allen. Jo, heute gibt es mal kein Pixelbla, wie ihr seht. Ist nämlich niemand im Büro, inklusive mir. Ich hocke zu Hause in meinem dunklen Keller. Und ich bin ein bisschen am Zocken heute und habe mir gedacht, dass ich mal das neue Vectronom mal anzocke. Oder Vectronom? Vectronom wahrscheinlich. Naja, egal. Jedenfalls, Vectronom ist ein Spiel von Utz, von Ludopium. Und Utz ist ja einer der Indie-Strolche. Indie-Strolche sind die Backwoods, Pixelmaniacs, wir, Ludopium und die Sluggerflies. Und ja, wir machen halt zusammen manchmal ein bisschen Quatsch, wie zum Beispiel den Indie-Strolche-Kalender. Das ist der hier. Indiesträuche.de. Da haben wir so einen kleinen Nacktkalender gemacht und den verkauft zu einem gemeinnützigen Zweck. Und ja, Utz, der eben auch einer der Indiesträuche ist, hat jetzt eben sein Spiel Vectronom gelauncht. Das war gestern, ich glaube irgendwie gestern Mittag oder so. Ja, und ich habe mir gedacht, ich check's einfach mal aus und schau mal, wie es taugt. Ehrlich gesagt, wir waren ja schon öfter auf Messen zusammen. Ich habe es aber kein einziges Mal gespielt bisher, muss ich ehrlich zugeben, weil ich immer so ein bisschen im Stress bin auf Messen und halt irgendwie so an unserem Stand rumstehe oder Termine habe etc. Deswegen fand ich das jetzt eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, so am Feiertag mal kurz reinzuschauen. Ja, mal gucken. Gekauft habe ich es mir schon. Ich habe es auch einmal kurz gestartet. Funktioniert bei mir. Ich glaube, das wird eine ziemliche Herausforderung für mich. Ich glaube, ich bin da nicht allzu gut drin. Ja, gepublished ist es übrigens von Arte, was ich ziemlich krass finde. Weil ich hatte das zu dem Zeitpunkt, wo die das verkündet haben, dass Arte eben der Publisher ist, gar nicht gewusst, dass die überhaupt Spiele publishen. Haben aber jetzt hier scheinbar schon mehrere Spiele im Portfolio. Finde ich sehr interessant. Also vor allem, ich finde auch, dass Vectronom eigentlich von der Zielgruppe her ja ziemlich gut passt. Also ich finde es halt sehr künstlerisch und ja, der Fokus ist ja schon sehr auf die Musik. Von daher, ja, ich bin mal gespannt. Schau mal rein. Und Utz war ja, glaube ich, vor 2, 3 Wochen noch mal zu Besuch bei uns. Ups. Oder? Hört ihr die Musik eigentlich? Okay. Also, es gibt verschiedene Level, die man durchzocken kann. Es ist nichts prozedural generiert oder so, sondern es gibt halt wirkliche Maps, die durchzuzocken sind. Ja, aber etwas leise. Okay, Moment. Ich schau mal, ob ich es lauter machen kann. Musiklautstärke. So. Hört man es jetzt ein bisschen lauter? Ich muss mal schauen, vielleicht kann ich es auch hier. Nee, da kann ich es nicht höher stellen. Ist jetzt besser? Und hallo, Gruck. Gruck Beven? Gruck, Gruck Baun? Wie spricht man deinen Namen aus? So, okay. Das ist eigentlich ein Koop-Game. Das habe ich hier bei der Tastenbelegung gesehen. Also du kannst dann in einer Tastatur, wie früher, zusammen zocken, was ich ziemlich geil finde. Also einer kann den Pfeiltasten spielen, der andere WASD, U, HJK und 8, 4, 5, 6. Ja, das wird schon recht kuschelig, wenn man zu viert ist, aber finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Okay. So, Spielanleitung. Ah, braucht man nicht. Ich mache einfach mal ein neues Spiel und mache mal meinen Walkthrough. Mal gucken. Ich habe vorhin ganz kurz ein YouTube-Video angeschaut. Und da hieß es, dass man das auf jeden Fall mit Ton hören muss. Zocken meine ich. Aber bisher, glaube ich, geht es auch so. Also Ziel des Spiels ist halt sein Kästchen hier, der so hin und her hopft,
in den Zielbereich jetzt bei euch nach rechts zu bringen. Und mit den Pfeiltasten springst du einfach diagonal. Das ist halt eine isometrische Ansicht einfach. Ja, und die ganze Map bewegt sich, oder die Boxen, die zu sehen sind, synchron zum Beat der Musik. Und Utz hat es auch regelmäßig gestreamt, die Entwicklung vom Spiel. Und daher weiß ich auch, dass die Musik von denen komplett selbst produziert ist. Was ich ziemlich geil finde. Ja, wie man sieht, wenn man halt hier draufsteht und die Box verschwindet, bist du halt tot. Aber was mir auch ziemlich gut gefällt, ist, dass selbst wenn du unterstützt, dann fliegst du halt nur ganz kurz weg und es geht sofort weiter. Okay. Also noch finde ich es ziemlich easy. Hey Chris! Wie geht's dir, Chris? Alles gut? Wie taugst du hier in München? Ich habe gesehen, dass du in letzter Zeit öfter mal streamst. Wieder. Sea of Thieves. Und ich wollte es mir letzte Woche Samstag auch kaufen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass man das hier nur im Mythos Store kaufen kann. Ups. Oh fuck. Okay. Pfui. Auf der Dreamhack hast du es eingespielt, okay. Beatpräzision finde ich auch hart. Also ich glaube, mein Ziel ist erstmal nur das durchzuspielen. Beatpräzision ist mir jetzt eine Nummer zu krass. Okay, also die Dreiecke gehen einfach nur im Kreis. Ja, das ist easy. Oh, fuck. Alter. Oh, weia, ich glaube, ich bin echt scheiße in dem Spiel. Okay, so. Nice, geil. Ja, warte aber noch auf das neue Internet. Okay, was hast du momentan für eine Leitung? Ups. Ah. Ah, fuck. Alter. Weiß jemand zufällig, wie viele Levels das Teil hat? Ich könnte mir vorstellen, dass man ja eigentlich... Ich weiß jetzt nicht, wie Utz da die Levels erstellt, aber... hat bestimmt einen geilen Level-Editor dafür. Alter. Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass man hier Rhythmusgefühl für das Spiel braucht. Ah, fuck, Alter. Ja, geil. Nice. 16K, wovon die Hälfte ankommt mit 1,5 Upload. Okay. Das ist jetzt nicht so geil, ja. Ja, ich habe hier 100 Mbit. Das finde ich eigentlich ganz cool. Runter. Aber wir haben im Büro halt nur 50 und das ist echt scheiße. Wir sind jetzt halt 14 Leute, verteilt auf 3 Firmen. Und wenn einer streamt oder wenn wir streamen, dann ist es halt unmöglich, dass du noch irgendwas parallel machst, weil wir haben halt sofort Frame Drops. Und jetzt sind wir auch gerade auf der Suche nach einem neuen Büro und Internet ist da echt ein krasser Abfuck. Wir hatten zum Beispiel vorgestern mal eins gesehen, da gab es aber halt nur 16 Mbit und das ist halt einfach ein K.O.-Kriterium für uns. Okay, wie geht es hier weiter? Die Dreiecke gehen einfach nur nach rechts und links, okay. Krieg ich hin. Okay. Jetzt hole ich mir das mittlere Teil. Okay, nice. Oh, ich habe eine Errungenschaft. Hello World. Cool. Hallo Tause. Na, alles cool bei dir? Was habt ihr heute so getrieben am Vatertag? Ich habe bisher ein bisschen Zeit mit meiner Tochter verbracht. Und jetzt zocke ich halt eine Runde. Beziehungsweise vorher habe ich offstream ein bisschen Subnautica gezockt. Das finde ich so geil, das Spiel. Und drauf gekommen, also Subnautica kannte ich schon vorher von den ganzen Streams. Aber drauf gekommen, das mal zu zocken, bin ich über den GDC-Talk von Subnautica.
Das ist so geil, was die da alles eingebaut haben. Ah, shit. Aber die haben wirklich den perfekten Early Access hingelegt. Torso, die Internetpreise hier sind auch abartig. Hier gibt es jetzt eine 1 Gigabit-Leitung für 100 Euro im Monat. Ach, was geil. Wo bist? Was bedeutet hier Tose? Okay. Ah ja, ich war bei Subnautica. Da gibt es einen Talk von der GDC. Die GDC ist ja so die weltgrößte Entwicklermesse. Und dort erzählen sie, wie sie den Early Access geplant haben von Subnautica. Und die haben ja wirklich da Tracking eingebaut in Subnautica und woraus sie zum Beispiel eine Heatmap erstellen konnten, wo die Leute in dieser Open World von Subnautica überall hinreisen. Und du kannst ja diese Screenshots machen, indem du F8 drückst. Und dadurch konnten sie halt feststellen, welche Momente für den Spieler besonders geil waren. Und das finde ich schon richtig faszinierend, was sie da alles eingebaut haben. Ah, fuck. Ich weiß eigentlich, wo ich hin will, aber manchmal kriege ich es im Kopf nicht in die isometrische Perspektive umzurechnen. Okay, so. Ah, Mann, bin ich dumm. So, okay. Ah, nein, ich hasse das. Aus Österreich kommst du, okay? Ja, gut. Solange es nicht in Deutschland ist, ne? Ich glaube, Deutschland ist echt so ein richtiges Hinterweltlerland, was Internet angeht. Finde ich echt traurig. Gerade wenn ich mit der Bahn irgendwo hinfahre, das gibt's, habe ich einfach so oft überhaupt gar kein Netz. Am Montag fahre ich nach Berlin zum Game Summer Fest. Das wird, glaube ich, witzig. So, jetzt muss ich da hoch, um den Punkt zu holen. Aber ich will ja gar keine Punkte. Ich will ja nur weiterkommen. Wo wohnst du genau in Österreich dann? Und wie viele Witze zum Strache-Video musstest du dir schon anhören? Hä? Soll ich jetzt hier machen? Was zum Teufel? Ah ja, okay, also über die Brücke kann ich auf gar keinen Fall gehen. Das heißt, ich muss hier einfach außen rum. Ah, Gott. Ist eigentlich easy. Aber ich finde es auch geil, dass dass der Übergang halt so smooth ist. Dass du von einem Level nach oben wanderst und von derselben Stelle dann weiter wanderst. Finde ich, macht irgendwie ein gutes Spielgefühl. Ah, fuck it. Ah, fuck it. Nice. Eine Sekunde. So. Ah, fuck. Ich muss mir gar keine anhören. Bin Deutschland, wohne in Österreich. Ja, okay, gut. In Baden bei Wien wohnt Tose. Und Chris schreibt, können dann auch Gigabit nehmen. Für 130 im Monat, wenn die Leitung endlich liegt. Nehmen aber erstmal 200, 100 und die ersten 12 Monate 600, 300. Geil. Das ist fett. Ich glaube, mehr braucht man momentan noch nicht. Also außer wenn du irgendwann halt Game streamen möchtest. Das ist so, würde ich mir so als nächste Stufe vorstellen, warum man mehr Power braucht. Ah, fuck. Wie geht's der Fabu eigentlich?
Alter, so schon so ein bisschen Fingerfertigkeit, die man hier übt. Das könnte man in der Schule so für. Nee, in der Schule nicht. Oder? Für Rhythmusgefühl vielleicht? Ist gar nicht schlecht, oder? Alles super, macht gerade ihren Master. Ah, cool. Und wie lange brauchst du ihn jetzt noch? Ich glaube, es ist noch so ein Jahr, oder? Wahrscheinlich. Juhu! Nice. Ach so, das ist hier so die Levelauswahl. Ah, okay. I see. Oh Gott, shit. Okay. Ah. Alter, das muss ich hart konzentrieren. Ach so, okay. Dann. Puh. Alter, ist das hart. Alter. Okay, also nochmal. Also erstmal zweimal nach rechts und dann einmal nach unten. Rechts, rechts, runter, hoch. Rechts, rechts, runter, hoch. Rechts, rechts, runter, hoch. Rechts, rechts, runter, hoch. Rechts, rechts, Alter. Ich komme mir vor wie beim Tanzkurs. Und arbeitet sie schon parallel? Wahrscheinlich schon, oder? Macht man da so Werkstudententätigkeiten? Hä? Wie soll das jetzt gehen? Links, links, hoch, hoch, links, links. Okay. Ach Gott. Links, links, hoch, hoch, links. Runter, links, hoch, hoch, links, links, runter, runter, links, links, hoch, hoch. Hui! Ich dachte eigentlich, das wird irgendwie ein super entspannter, kurzer Stream, aber das ist halt sau anstrengend. Okay. Pfff. Oida. Also wenn die komplette Strecke da ist, dann springe ich einmal rüber, aber ich kann doch nicht stehen bleiben. Sondern? Ah, ich muss nach unten. Okay. Okay. Rechts, rechts, runter, hoch. Rechts, rechts, runter, hoch. Rechts, rechts, runter, hoch. Rechts, rechts, runter, hoch. Rechts, rechts. Alter. Mein Kuhn-Kater ist endlich wach geworden. 5 Stunden lang ein Stück geschlafen. Mein Kuhn? Was meinst du mit mein Kuhn? Es ist schon eine Katze gemeint, oder? Und welche schlafen Katzen 5 Stunden am Stück? Meine ist leider eine Weile schon tot. Deswegen weiß ich das nicht mehr genau. Das ist die Rasse. Riesige Viecher. Meine Kuhn. Alter, was ist denn das? Das ist ja eine riesige Raubkatze. Was isst die dann so zum Mittagessen? Ziegen oder so? Alter! Übrigens, ich habe vorhin, als irgendjemand gepostet, dass irgendjemand Hochzeitsfotos gemacht hat und bei den Hochzeitsfotos die Blumen durch Katzen ersetzt hat. Das sieht so geil aus. Ich hab's jetzt gerade nicht da, aber das fand ich Hammer. Okay.
So eine Katze hast du. Was ist denn die dann? Kostet bestimmt 1 Million Euro, oder? Die zu füttern. Hallo Sportmann 941. Und hallo Imgram. Actually, gute Spielidee. Ja, finde ich auch ziemlich geil. Ah, fuck. Ich finde, das ist auch ein ziemlich guter Titel für die Switch. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Ha, das war easy. Dun, 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 dun. Dum 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 dum. Ha! Ich finde es ziemlich krass, wie sie es geschafft haben, die Musik auf die Levels halt so abzustimmen. Ich frage mich jetzt ein bisschen, wie sie es gemacht haben. Also ob sie erst die Levels gemacht haben und anschließend die Musik dazu oder andersrum. Andersrum stelle ich es mir ein bisschen hart vor. Bestimmt stand erstmal der Track. Wäre doch nur Uts da. Jipp, die Mädels, also sagt Hoser, werden ca. 90 cm lang. Die Herren bis zu 1,20. Krass. Okay. Soweit ich weiß, beides. Also das heißt, es gab Levels, die zuerst gebaut wurden und dann die Musik und andersrum. Okay, hier muss ich ja eigentlich nur folgen. Ah, fuck. Dum, dum. Oh. Dum, dum. Ah. Alter, das ist echt hart. Dum, dum. Dum, dum. Fuck. Dum, dum. Oh, shit. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Oh, God, fuck! Alter. Ich glaube, es ist fast am leichtesten, man schaut sich das Bild überhaupt nicht an, weil das verwirrt einen ja nur. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Ah! Das ist halt wirklich so, man sieht diese Stacheln und man denkt, man muss irgendwie reagieren. Dabei muss man ja nur stehen bleiben. Ah! Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Dum, dum. Puh, geschafft. Ich glaube, ich versuche es einfach später ein bisschen blind. Das ist echt am leichtesten. Ja gut, da kann ich einfach mich vorne hinstellen. Da muss ich ja gar nicht aufs Rhythmus achten. Ah! Okay, vielleicht doch. Easy. Ich frage mich, ob Uts hier Performance-Schwierigkeiten hatte. Weil so als Unity-Laie sieht es für mich ja schon relativ grafisch easy aus. Also sieht trotzdem geil aus, aber es ist ja bestimmt nicht so anspruchsvoll. Oder täusche ich mich dabei? Okay, also dreimal nach links und dann stirbt man aber. Das heißt einmal nach unten. Dreimal nach links, einmal runter. Zwei, ah. Zwei, drei, runter. Oh Gott, okay, und dann links. Dreimal links, ah, okay. Eins, zwei, drei, runter, ah. Eins, zwei. Pff.
finde es auch geil, dass wenn du runterstürzt, dass er dann immer dieses kurze Iu macht. Also dieses Iu. 1, 2, 3, runter. 1, 2, 3, hoch. 1, 2, 3, runter. Ah, fuck it. 1, 2, ah. 1, 2, 3, runter. 1, 2, 3, hoch. Ah, zu schnell. Ah. 1, 2, 3, runter. 1, 2, 3, hoch. 1, 2, 3, runter. 1, 2, 3, hoch. 1, 2, 3, runter. Ah, fuck. Shit. Aber ich finde es geil, also wenn man so in den Beat reinkommt, dann macht es halt richtig Spaß, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass du gar nicht genau hinschauen musst. Hi, was ist das für ein Spiel? Vectronome heißt das Spiel. Und das ist von der kleinen Indie-Butze aus Köln. Und da ist der Utz Stauder, der Chef von der Bude. Chef, glaube ich schon. Wenn dann auf jeden Fall mit seinem Kollegen zusammen, der die Musik macht. Also, ihr könnt auch gerne einen Link posten, wenn irgendjemand den gerade parat hat. Ah! 2, 3, runter. 1, 2, 3, hoch. 1, 2, 3, runter. 1, 2, 3, hoch. Ah, fuck! Alter, wenn man nur kurz daneben liegt. 1, ah! 1, 2, 3, runter. 1, 2, 3, hoch. 1, 2, 3, runter. 1, 2, 3, hoch. 1, 2, 3, runter. 1, 2, 3. Ha! Endlich, ey. Ja, den Sound finde ich dann auch ziemlich geil. Ich frage mich, ob man den Soundtrack separat kaufen kann. Hä? Ach so, okay. 2, 3, runter. 1. 1, 2, 3, runter. Dann ist man, dann hat man seinen Frieden. Okay. 1, 2, 3, runter. Jetzt hat man seinen Frieden. Dann muss man. Okay. Ah, shit! 2, 3, runter. Okay, so, okay. Also es macht Platsch und dann muss man nach oben und dann 3 nach rechts. Platsch, 1, ah, fuck! Das ist echt, ist ganz schön erhöhend. Paddy! Paddy! Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Happy Vatertag, ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ah, fuck! Habt ihr eurem Vater gratuliert heute? Macht man das ja, ne? Gratuliert man seinem Vater zu sich selbst? 1, 2, 3, hopp. 1, 2, 3, patsch. 1, 2, 3, patsch. 3, patsch. 1, 2, 3, patsch. 1, 2, 3, patsch. 2, 3, patsch. 1, 2, 3, patsch. 1, 2, 3, patsch. 2, 3, patsch, 1, 2, 3, patsch, 1, 2, 3, patsch, 1, 2, 3, patsch. Hui! Am einfachsten geht's, glaube ich, wenn man sich dem Flow hingibt und weniger nachdenkt. Glaube auch. Ich habe einfach ein Bier getrunken und den Tag für mich zum Herrentag umbenannt. Okay, ja. Ich werde später auch noch ein kleines Bierchen trinken. Aber ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich vielleicht mittags zur Feier des Vatertags eins trinke, aber irgendwie bin ich dann immer so platt. Das macht mir dann keinen Spaß. Geh später einfach mit Freunden in der Kneipe. Das ist jetzt hier so ein bisschen smoother und langsamer. 2, 3. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ha! Ich finde, ich kann, bin gar nicht schlecht, finde ich jetzt. 3, 2, 3.
1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Easy, easy peasy. Ups. Jetzt muss ich nachdenken. 3 nach rechts, 2 nach unten. 3 nach rechts, 2 nach unten. 3 nach rechts, 2 nach oben. Okay, 3 nach rechts, 2 nach 1, 2, 3, 1, 2. 1. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. 1. Leute. Hallo Streamer 3728. Alles gut bei dir? Paddy, erzähl mal, was ist bei dir los? Sehen wir uns bei der Gamescom? 1, 2, 3, 1, 2. Boah, das finde ich echt krass. Alter Schwede. Ich meine, du musst ja genau im richtigen Moment abspringen, oder? Oder sehe ich das falsch? Nee, ich sehe es schon richtig. 1, 2, 3, 1. Ja, also wenn man nicht im Takt springt, hat man einfach gar keine Chance. 1, 2, 3, 1. 1. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Irgendwas war nicht falsch. Paddy sagt, Karten sind schon bestellt, also liegt es an dir. Jo, ich bin auf jeden Fall auch da. Wir haben zwar dieses Jahr keinen Stand leider, weil wir mit unserem Spiel noch nicht fertig sind, also can't drive this. Aber es werden auf jeden Fall Steve und Markus am Start sein, mit mir zusammen. Und wir gehen vorher zu DEFCON und geben uns da ein bisschen Gaming-Wissen. Und werden, ich glaube, so die ersten 3 Gamescom-Tage mindestens da sein. Ja, schauen wir mal, wie lang. 1, 2, 3. Ah, irgendwie habe ich hier den Dreh nicht raus. 1, 2, 1. Ach. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Irgendwie. Azerbaijan. Das Spiel nennt sich Vectronom und ist von einem kleinen Indie-Studio, einem Zwei-Mann-Studio in Köln gebaut worden. Und ist gestern rausgekommen. Für die Switch und für den PC. Und kostet nur 10 Euro. Tauser, freue mich schon darauf, auf der diesjährigen Gamescom die Leute zu treffen, die letztes Jahr nicht da waren. Yo. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Puh! Also irgendwas mache ich falsch. 1, 2, 3, 1. Ach, das mit dem 1, 2, 3 geht einfach nicht. Ich muss einmal nach unten gehen. 1, 2, 3, 1. Oh Gott, bin ich dumm. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3. Okay, also ich kann auch kurz mal stehen bleiben. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oh. Und im dritten muss ich ja immer am Rand von dem Ding sein. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ah! Ich glaube, du musst immer mittig vom Stein springen. Mittig vom Stein springen. Ah ja, okay. Ah, das ist okay, das ergibt Sinn. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oh! Okay, aber ich verstehe den Punkt. Ja, also nie an den Rand, weil sonst schaffe ich es. Okay.
2. Danke für den Tipp. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ach, jetzt muss ich nach rechts. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ah! Das ist aber echt krass, weil du musst halt. Also ich tue mich echt schwer, mir echt schwer. Okay, egal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ey, super Tipp. Dankeschön, der Berserker. Super geil, sonst hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Zimtlocke. Bei Steam kann man das kaufen und im Nintendo Switch Store. Einfach nach Vectronom googeln. Vielleicht schmeißt ja Paddy nochmal Geld, den Link rein. Streamer, kostet das Spiel Geld? Yo, 9 Euro. Nicht besonders viel Geld, muss man sagen. Achso. Ah, Gott, okay, aber das klingt jetzt nicht schwer. Wenn man nicht auf den Rhythmus achtet. Juhu! Okay. Okay. Hui. Wie macht man das jetzt am besten? Sucht man sich vorher einen Weg aus? Ich habe eine Idee. Ich mache das so. Moment. Okay, alles klar. Ah, fuck. Okay, alles klar. Also, man muss einfach nur so lange rennen, wie man kann. Und wenn die Steine switchen, sich in Rettung bringen. Aber den Track finde ich auch geil. Ah, fuck. Yes, nice. Zimtlocke, die lädt gerade runter, ja, cool. Nein, die ausgegrauten werden zu Blöcken und umgekehrt. Ja, okay. Okay, ich glaube, das kann ich jetzt hier einfach ignorieren. Ich kann jetzt einfach so tun, als würde ich nur über die Striche laufen. Ah, fuck! Mist. Ah, shit! Das ist schon anspruchsvoll hier. Das ist ein bisschen Memory, weil man sich schon irgendwie den Weg merken muss hier. Oh, oh shit, wo geht's hier weiter? Hier. Wo muss ich überhaupt hin? Achso, da unten. Easy, easy, easy. Bei dem Level warst du schon mal? Nur hast du unten gestartet? Oh, okay. Beatpräzision.
Wer braucht schon Beatpräzision? Ja, hier kann man einfach durchrennen. Oh. Ups. Ah. Ah. Man muss doch. Ah, Mist. Ich glaube, so eine Speedrun-Challenge bei dem Game ist recht cool. Ha! Wolfi Dark, hallo, willkommen im Stream. Wir spielen eine Runde Vectronom. Das ist ein Spiel, was gestern rausgekommen ist. Für Switch und Steam. Aha. Und es erfordert ganz schön viel Konzentration. Ah, nein, scheiße. Ich glaube, jetzt habe ich's. Ah, shit! Fuck! Hä, wohin wandern denn diese Dreiecke? Die wandern doch die ganze Zeit den Weg entlang? Ach so, nee. Und dann drehen sie sich. Okay. Ah! Frag mich, ob ich einen Nachteil habe, dadurch, dass ich überhaupt nicht rhythmisch vorgehe bei dem Level. Ich schätze schon. Okay, jetzt bin ich, glaube ich, auf einem guten Weg. Ha! Okay. Ja, mir gefallen echt diese smooth Übergänge der Levels. Dass du irgendwie nie das Gefühl hast, dass du irgendwie rausgerissen wirst und einfach eine Pause machen musst, sondern es geht sofort weiter. Okay, also das ist wieder so ein Invertier-Level. Ah, shit, okay. Ah. Hui, was soll ich nachdenken? Lützdrmen. Hallo, alles gut bei dir? Hat irgendjemand Ahnung, wie viele Levels es gibt? Ah, shit. Ich finde es echt geil. Also man muss halt total auf die Musik hören. Und dann sind die meisten Levels echt ziemlich easy. Sind es die Gesamtanzahl Levels hier? Weil dann bin ich ja schon fast durch. Hä? Was habe ich jetzt hier gemacht? Warum bleibt er da hängen? Ach so, ach, okay. Verstehe. Oh Gott. Hä? Komme ich da so diagonal drüber? Nee. Hat der Bauch schon ein bisschen zum Laufen. Ach so, ich kann einfach nach rechts gehen, oder? Ah. Gibt es eigentlich eine Challenge, die Levels einfach blind zu spielen? Das wäre doch eigentlich mal ganz cool, oder? Ein Beat, ein Klick. Alter. Hat das Spiel eigentlich so eine Epilepsie-Warnung am Anfang? Nice.
Hab's geschafft? Ja, nice. Hallo Miss Tari. Schönen Abend. Nachmittag. Bam, bam. Bam, bam. Was? Was war jetzt los? Habe ich irgendwas verpasst? Ah, okay, eins früher muss ich losspringen. Ich habe den Beat ein bisschen zu langsam gemacht, aber eigentlich war es richtig, glaube ich. Hey Alex, na, wie geht's dir? Alles fit bei dir? Wie hat denn eigentlich dein Spiel beim Ludum Dare abgeschnitten? Welcher Platz seid ihr geworden? Also wer Alex nicht kennt, Alex ist Firesplash und Alex hat beim letzten Ludum Dare teilgenommen, wie wir. Wir sind nämlich Spieleentwickler und der Ludum Dare ist ein Game Jam, wo man in 72 Stunden ein Spiel von A bis Z baut, also Prototypen eines Spiels. Und man kriegt ein Thema vorgegeben, am Freitag nachts, glaube ich, deutscher Zeit. Und dann hockt man sich zusammen, also alle, die halt an einem Spiel mitentwickeln, und muss sich dann ein Konzept dazu ausdenken. Und wir streamen das eben meistens hier auf diesem Kanal. Und Alex hat da eben auch teilgenommen. Oberes Viertel in allen Kategorien. Ja, cool. Okay, was ist das jetzt hier wieder? Also, einfach nach rechts oder? Nee. Nach oben? Doch, einfach nach links. Nee, irgendwas mache ich falsch. Ach so, ah, das geht erst bang bang und dann kann man weiterlaufen. Okay. 2, 3, 4. Nice. Easy. Wie unsere Platzierung war von Laserboy, die war okay. Also die war, wir waren, glaube ich, in den Top 200 overall. War jetzt bisher nicht unsere allerbeste Platzierung. Ich hatte es hier mal getweetet. Wo ist das? Ich habe hier so eine kleine Statistik aufgemacht. Hier. Also Laserboy war Platz 198, You Are on an Elevator war 56 und also Chromagun war tatsächlich unsere schlechteste Platzierung, aber das haben wir dann durchgezogen. Das war allerdings auch 2015, muss man dazu sagen. Und hier dazwischen war noch ein anderes Spiel, Amitosis, das habe ich ganz vergessen in der Liste einzufügen. Aber Amitosis war auch ziemlich nice. Ach, der idelt ja. Es gibt eine Idle-Animation. Schau ich mir gleich an. Was muss ich jetzt hier machen? Ah, okay. Rechts. Hä? Man darf echt nicht. Man muss sich das vorher überlegen und muss dann die Tasten drücken, sonst funktioniert es nicht. Okay, also runter, rechts. Runter, rechts. Und dann rechts, runter. Rechts, runter. Rechts. Ach Gott, nee, irgendwie anders. Runter, Runter, rechts. Man darf nicht den Stein sehen und dann hinspringen, dann ist es nämlich zu spät. Man muss vorher drücken, bevor der Stein da ist. Das ist echt hart.
Das Fitness-Level sieht super einfach aus, aber wenn man irgendwie nicht im Flow ist. Nee, ah, shit. Hart. Runter, rechts. Runter, ah, fuck. Runter, rechts. Runter, ah. Ich sehe immer das Bild und dann drücke ich. Das ist voll falsch. Ich muss mir mal Zeit lassen. Runter, rechts. Ah, shit. Hui, das finde ich echt hart. Pixel Lizzie. Willkommen im Stream. Danke fürs Raiden. Rechts, rechts, runter, runter, rechts. Rechts, runter, runter, rechts. Okay. Rechts, runter, runter, rechts, runter, runter, rechts. Das können wir nie merken. Okay, also nochmal. Rechts. Pff. Ah, das Bing. Das Bing ist immer der untere Stein. Wenn man es raus hat, dann ist es super easy. Aber wenn man irgendwie, jetzt gerade eben, jetzt habe ich rausgefunden, dass eben das Bing der entscheidende Ton ist, jetzt für mich zumindest. Und dann ist es halt mega easy. Echt geil. Okay, also das Ding wandert einfach nach rechts. Ja, das ist easy, oder? Ups. Hm. Also ich kann ja eigentlich immer nur zweimal drücken. Pff. Ah, shit. Man drückt immer erst dann, wenn man sieht. Ich glaube, ich bin genau im falschen Takt. Jetzt, okay, alles klar. Das ist genau, wenn du exakt im asynchronen Takt bist, dann fällst du halt immer ins Loch. So, ich kann da natürlich nicht einfach nur eine links. Okay. Ich finde, das Level sieht auch so super easy aus. Ist es aber nicht. Hä? Hä? Ach so, ich muss zwei gehen. Du musst ein nach rechts oder links. Wenn man im Takt bleibt, ist das doch eigentlich simpler. Ja, ja schon. Hä? Bin ich jetzt dumm oder was? Ich mach doch jetzt einen Scheiß gerade. Ach so. Hier kann ich ja stehen bleiben. Das ist mir jetzt erst gekommen. Ja, ich war tatsächlich ein bisschen dumm. Oh Gott! Easy.
Easy peasy, easy peasy. Rechts warten, vor. Was? Also rechts? Moment, stopp, was? Rechts? Moment, stopp. Also ich muss erstmal... Also ich muss auf die Stege ja drauf kommen und dafür brauche ich zwei Hopser. Okay, das heißt, ich muss auf die Diagonalen warten. Hui. Also nochmal. Wenn das Diagonale kommt in die Richtung, dann muss ich einmal rechts hopsen und zweimal nach links. Nee, einmal nach rechts, zweimal nach oben. Nee. Kann ich das in dem Takt schaffen überhaupt? Also kann man einfach immer nur ein Beat, eine Bewegung pro Sekunde machen oder funktioniert das überhaupt nicht? Muss ich jetzt hier so einen halben Hopser machen? Vielleicht kann ich einfach rennen. Moment. Ja, man kommt da nicht so weit, ne? Vielleicht schaffe ich es bis zum mittleren Steg. Ah, shit. Das ist, glaube ich, eine Möglichkeit. Ich renne einfach vor bis zur Mitte. Aber wie geht's dann weiter? Warte mal. Also, ich bin am Steg in der Mitte und dann gehe ich einfach zwei nach oben. Moment. Also das ist schon krasses Level. Oder ich verstehe es nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ah, 2 waren es. Fuck it. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3. Okay, also 5 nach rechts und dann muss ich 2 nach oben beim nächsten. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3. Ah, nee. 5 nach rechts, 2 nach oben, 2 nach rechts. Ein 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. 1, 2. Aber wie geht's dann weiter? 2, 2. Also 5 nach rechts, 2 nach oben, 2 nach rechts, 2 nach unten. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ha! Juhu! Ich glaube, das war nicht as intended und nicht besonders im Rhythmus, aber... Ich bin schon ein bisschen stolz, muss ich sagen. DK Rufti. Das Spiel heißt Vectronom und ist von Ludopium. Ich poste mal den Link. Und das ist gestern rausgekommen für die Nintendo Switch und für den PC. Das ist ein kleines Indie-Studio aus Köln. Kostet 10 Euro und finde es bisher recht cool. Solos. Wenn der Würfel blinkt, bewegst du dich im Takt. Das hilft meistens.
Weil der blinkt. Sicher? Oder bewege ich mich einfach nie im Takt? Klingt er? Okay. Uff. Okay, also das rote Ding ist zu vermeiden. Hä? Wie soll das funktionieren? Hä? Das würde mich doch einfach kaputt machen, oder? Ach so, nee. Okay, das mache ich blind, das Level. Oh. Okay, blind war jetzt doch nicht möglich. Freaklord, wuhu! Dankeschön fürs Abonnieren, sehr nett. 29 Monate, Alter. Ich vergesse es immer, wie lange wir hier schon unterwegs sind. Danke dir, sehr nett. Gerade mit dem Weißen nicht so leicht zu sehen, daran müssen wir noch etwas schrauben. Ach, du bist einer vom Team. Ach, geil. Wie heißt du nochmal? Weil Utz heißt ja Utz hier, ne? Habe ich gerade beigebracht bekommen, dass die Teile, wenn sie klein sind, übersprungen werden können? Ich glaube schon. Nice. Okay, alles klar. Utz heißt Utz, mein Name ist Sol. Ah, okay. Und du bist der Music Guy, oder? Schön, dass du da bist. Also ich finde es bisher ziemlich geil. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob du es am Anfang schon gesehen hast, aber ich habe das Spiel noch nie gespielt. Also obwohl wir auf Messen oft miteinander unterwegs sind, hatte irgendwie nie die Chance oder mir nie die Zeit genommen, das mal anzuzocken. Aber ich finde es echt cool. Das ist euch echt gelungen. Welchen Teil machst du dann, wenn du nicht der Music Guy bist? Dann bam, bam. Ah, shit. Das mache ich falsch. Fuck. Ich kann schon über die roten drüber, ne, wenn ich im richtigen Takt bin. Ah, shit. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Wir müssen uns entgegenlaufen. Ja, okay, ergibt Sinn. Ah, shit. Shit. Fuck it. Ich bin Technical Artist, die Musik macht Juan. Ah, okay, alles klar. Wie viele Leute seid ihr denn im Team? Dann habe ich wohl das falsch kommunizieren, dass ihr zu zweit seid. Nice, geil. Geschafft. Alex ist gehypt und wird später auch mal Vectronom spielen. Ja, cool. Okay. Pff. Okay, also beim Tiefen verschwindet alles. Okay. Ah, shit. Ah, okay, da muss ich warten.
Nice. Geschafft. Mittlerweile ist er die schon 6. Oh, krass, okay. Das wusste ich gar nicht. Und ich hoffe, der Launch lief wie gewünscht. Habt ihr gestern eine Party gemacht? Ich habe gesehen, dass ihr live wart auf eurem Kanal. Hab kurz mal reingeschaut. Okay, also das verbreitet sich einmal nach außen. Und ich muss... Na, quer durch kann ich nicht. Das heißt, ich muss außen rumlaufen. Und ich kann mich an den Blöcken ganz außen verstecken. Okay. Okay. Hä? Ich mach's mal ohne Takt. Okay, nee, vielleicht doch keine gute Idee. Ah, shit. Ohne Takt schafft man es nicht, oder? Manchmal, mehrere Levels habe ich schon so versucht, aber ich habe das Gefühl, das ist immer schwerer. Aber ich weiß nicht, wie man es hier im Takt schaffen soll. Ach so, ach, ich muss von Stein zu Stein. Ah, okay. Ich habe es immer versucht, zum nächsten Stein zu gehen. Ach so, ganz ins Eck muss ich. Okay. Alter, das ist schon hart. Und was macht man als Technical Artist so, vor allem bei dem Game? Probier mal Alt F4. Haha, sehr witzig. Ha! Easy. Easy, easy. Juhu! Geschafft. Zum Beispiel das Farbpalettensystem, diese Kreise etc. Multiplayer, Farbüberlappungsgeschichten und dann noch viel generelles Gameplay und UI-Programming. Okay. Also ich muss sagen, es ist euch sehr gut gelungen. Gefällt mir echt gut. Ich mag diesen abstrakten Stil und ich finde auch, habe ich vorhin schon gemeint, dass es perfekt zu Arte passt irgendwie. Es ist halt super künstlerisch und macht halt trotzdem echt viel Spaß. Gibt ja manchmal so künstlerische Games, die halt künstlerisch sind, aber halt keinen Spaß machen. Das finde ich echt eine coole Kombination. Okay, also nach rechts, runter, rechts. Rechts. Ah, shit, einer mehr. Nice. Finde ich schön. Ah, jetzt bekomme ich also beigebracht, dass ich auch spielen kann, wenn ich den Main Character nicht sehe, okay? Schaut hart aus. Ja, also das erste Level ging jetzt, aber ich glaube, das wird jetzt heftig. Ich finde, es erinnert mich so ein bisschen an eine Hochhaus-Welt. Okay, also jetzt ist gleich zurück. Ups. Hä? Was? Hä? Achso, und was ich vorhin schon gefragt habe, vielleicht weißt du das, habt ihr erst die Musik gemacht und dann das Level dazu oder umgekehrt?
Eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz meine Frau antworten. Eine Sekunde. Okay, also. Okay, also es geht erstmal nach rechts, nach links meine ich, und dann zwei nach oben. Und da geht es wieder zwei nach unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Pff, Alter. Okay, sechsmal war das, glaube ich, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Juhu! Teils, teils. Ist beides oft passiert. Ah, okay, also manchmal erst die Musik und manchmal erst das Level. Ich stelle mir das ziemlich krass vor, eigentlich die Musik zum Level zu komponieren. Aber eigentlich stelle ich mir auch das Umgekehrte krass vor. Und die Transition gefällt mir sehr gut, so von dieser Menüselektion zu den einzelnen Leveln. Habt ihr das algorithmisch gelöst oder ist das irgendwie jeweils konstruiert quasi? Okay, bei den dreien muss man rüber. Hä? Ach so, okay. Bam, 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 bam. Also ich finde, das ist echt teilweise schon ganz schön hirnfick. Juhu! Also hier kann ich einfach durchlaufen. Alter, ach, der Sprung! Ah, fuck it! Okay, das heißt, ich muss warten, bis der Sprung da kommt. Nice. Wie weit bin ich eigentlich schon? So los? Bin ich schon weit oder bin ich noch nicht mal bei der Hälfte? Shit, Bug gefunden? Timescale is evil. Aber in deinem eigenen Game, oder? Alex. Wie muss ich das machen? Also ich glaube, ich versuche am besten erstmal in die Mitte zu kommen. Hier so. Und dann laufe ich quer rüber. Ah. Muss da warten. Nice. Geschafft.
14 Versuche? Naja, geht schon. Okay. Und wie läuft es bei deinem Projekt, Alex? Also bei deinem eigentlichen Projekt? Also Mace Crusher, oder? Puh, Alter, ist das hart. Ich habe gerade einen nasty Bug gefunden und gefixt. Also atemberaubend gut, ja, Gratulation. Habt ihr jetzt schon einen geplanten Release-Termin irgendwie? Ah, fuck it. Was? Die Musik ist schon ein bisschen abgefahren von dem Level. Alter. Also den Soundtrack finde ich bisher echt, glaube ich, am besten, weil der ziemlich abgefuckt ist. Aber das Level nicht. Das finde ich zu krass. Ich muss mir merken, wie die Position der Steine aussieht, bevor der Stein erscheint, der genau vor meiner Nase ist. Sonst komme ich nicht klar. Ah, jetzt checke ich es. Ich muss beim Donut anfangen. Donut. Hä? Ach so, nach dem Donut ist nur noch der Stein in der Mitte da. Ah, okay. Ah, okay. Das ist krass. Oh nein, scheiße. Ich hatte das Gefühl, ich bin voll im Flow. Donut? Nice, ich hab's geschafft. Nice. Also ich kann sagen, Q3 2019 ist geplant. Q3 2019. Ist ja bald, ne? Meinst du, ihr schafft's? Und was soll da alles noch rein bis Q3? Also ich habe ja die letzte Demo, die erste Version hätte ich vor ein paar Monaten mal gezockt. Das war auch noch vor meinem Urlaub. Da hattest du eigentlich geschrieben, dass du eine neue Version rausgebracht hast. Die habe ich noch nicht getestet. Hä, wo muss ich da jetzt hin? Und was macht das Weiße überhaupt? Ah ja, okay, ist eine Sprungschanze. Was? Ah, okay, verstehe. Von der Sprungschanze muss ich jetzt nach... Hä? Achso, nach oben. Ah, fuck. Okay. Hallo Torben. Na, wie geht's dir?
Alles fit bei dir. Vielen Dank fürs Zuschicken übrigens. Sehr nett. Wie ist bei dir der Stand? Wie geht's voran? Woran baust du gerade? Okay, also hier kann ich mich mal ausruhen. Und da komme ich mit der Sprungschanze hin. Das heißt, ich muss jetzt wieder zur Sprungschanze. Okay, und hier muss ich wahrscheinlich wieder zur Sprungschanze. Und hier muss ich wieder zur Sprungschanze. Und hier wohl auch wieder. Zack. Nice. Geschafft. Der Stand ist so lala. Hm, okay. Warum, was los? Geht's nicht so voran? Und Alex schreibt, es ist die Preview 3 draußen. Okay, cool. Und ich bilde gerade einen Patch im Experimental Branch. Cool. Und ihr habt ja jetzt das Team vergrößert, oder? Hast du gemeint? Also die, die beim Legendär dabei war, ist ja jetzt auch im echten Team dabei, oder? Oder im Maze Crusher Team. Hallo Karnexe. Schön, dass du da bist. Ach, das ist wieder so dieses Donut-Dings. Stopp. Wann geht's da los? Es geht beim O weiter. I-A-O. Okay. I-A-O. I-A-O-E. Das ist krass. I-A-O-E. I-A-O-E. Pff. O. Alter, das ist echt krass. Das ist sau anstrengend. Ich komme langsamer voran als geplant und habe das Gefühl, die restlichen Bachelor sind schon fast fertig, während ich erst angefangen habe. Oh, okay. Hm. Welches Thema schreibst du denn? Oder doch, klar, schreiben, aber woran arbeitest du gerade? Alex schreibt, also draußen heißt für die Closed-Gruppe. Ach, Tari ist deine Freundin. Ah, okay. Cool. Hat euch der letzte Outpost gefallen? Ich war ja leider nicht am Start. Aber im nächsten bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Und Torben arbeitet jetzt an einem Bürogebäude für meine 3D-Environment-Demo. Okay, krass. Alter. A-O-E. Okay. Ja. Pff, also wenn man einmal draußen ist, dann ist man richtig draußen. A-O-E. Ah. Also muss man im Donut, wenn der Donut verschwindet, muss man immer einen Step zurück. O-E. I-A-O-E. Ja, das ist echt hart. I-A-O-E. I-A-O-E. Das finde ich echt krass. Alex meint, nur der Landwirtssimulator, Mensch. Martin meinst du wahrscheinlich, hat ein bisschen viel Werbung gemacht für meinen Geschmack. Ja, okay. Werbung fürs Studio oder fürs Spiel? Was meinst du genau damit? Und Torben meint, das Spiel hat von der Mechanik her schon viel von Crypt of the Necrodancer. Ja? Ich habe es nie gesagt früher, muss ich sagen. Dali D, guten Abend. I-A-O-E, rechts. Zurück. 1, 2, 3, 4. Ah, fuck! 5 Schritte sind's.
IAOE. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das war sogar richtig. Donut? Okay, also nochmal. I, A, O, E, rechts hoch. Ah, fuck! I, A, O, E. Ah! I, A, O, E. 2, 3, 4, 5. Ah, scheiße, das war falsch. Was mache ich denn, wenn der hier explodiert, wenn es Boom macht? Ach nicht, da muss ich nur... Okay, ich muss nur 4 nach rechts, glaube ich. I, A, O. Ah, shit. I, A, O. Ah, ich glaube, es ist leichter. Ich fange mit dem Donut an. Das ist, glaube ich, viel einfacher. I, A, O, Donut. Nee. Ah. Das ist echt brutales Level. Ich komme halt überhaupt nicht weit. Ah, shit. Aber das war schon viel besser. Heide Deide. Das Spiel heißt Vectronom und ist von Ludopium, ein kleines Studio aus Köln mit 6 Mitarbeitern. Die haben gestern gelauncht. Ich kann es sehr empfehlen. Wobei, das Level finde ich jetzt richtig brutal. Aber ich kann es trotzdem empfehlen. Ah, shit, aber das war echt gut. Fuck. Mist. Dali D, yo, kostet 10 Euro. Kann man bei Steam kaufen. Ja. Bei der Switch kostet es wahrscheinlich dasselbe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah. Bam, 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 bam. Ha! Nice! Geschafft! Schwein gehabt! Okay. Der Rhythmus kommt mir bekannt vor. Dum, ba, dum, bam, da, dum, da, dum. Ha! Das habe ich doch jetzt gut gemacht. Tom, das ist wieder eines der Games, wo man nur ein Ha hört, von der Arbeit aufschaut und sieht, dass das Level plötzlich geschafft ist. Yo. Was machst du gerade konkret? Machst du wirklich gerade ein, also das Hochhaus oder schreibst du über das Hochhaus, Tom? Okay. Ah, oh Gott, bin ich dumm. Jetzt weiß ich auch, woher ich die Melodie kenne. Well played, ja. Oh Gott, bin ich dumm. Das ist ja nice.
Ah, shit. Ah. Das wandert immer einmal rum. Okay. Ah, shit. Nice. Wenn man es mal raus hat. Nice. Torben, nee, ich bin am Modellieren. Wir müssen zwar auch eine Doku dazu schreiben, aber primär geht es um das Game, den Film oder was auch immer wir Visuelles machen. Okay. Uff. Hui. Ah, shit. Alter Schwede, das ist echt anstrengend. Müsste vielleicht mal wieder was auf Twitter posten, so wie ihr es mir beigebracht habt. Jo, wäre bestimmt gut. Poste gerne mal. Oh, meine Beat-Übereinstimmung war diesmal ja ausgezeichnet. Oh. Ja, okay, ich glaube, das check ich. Ah, nee. Also ich muss auf die Sprungschanzen. Und nicht daneben. Oh Gott. Also ich glaube, nach dem Level packe ich es mal. Alter, das ist zu viel für meinen Kopf. Wie soll ich dann bei dem auf die zweite Sprungschanze kommen? Hä? Ich muss ja auf jeden Fall auf die Sprungschanze, auf die zweite. Aber ich muss ja von links drauf springen. Wie soll das gehen? Hä, das kapiere ich jetzt nicht. Okay, ich probier's nochmal. Oh Gott. Brauchst du die zweite Sprungschanze überhaupt? Okay. Natürlich brauche ich die Sprungschanze. Wie soll ich da sonst rüberkommen? Hä? Wie soll ich denn... Hä? Natürlich brauche ich die. Was? Bin ich jetzt dumm? Wie soll das gehen? Hat es jetzt geklappt? Hä? Das kapiere ich jetzt irgendwie nicht, das Level. Du musst nur kurz auf den kleinen Steg und zurück und warten.
Und der schmeißt mich dann rüber, oder was? Ist das so? Wenn ich jetzt hier so stehe. Ach so, ach, weil ich in der Richtung. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Ah, jetzt. Ah, danke schön. Vielen Dank fürs Backseat Gaming. Das hat mir jetzt geholfen, tatsächlich. Na, dann ist ja easy. Ah! Jetzt habe ich es raus, okay. Das mit dem letzten Move habe ich nicht gleich gecheckt. Jetzt habe ich es geschafft. Nice. Danke für den Tipp. Ich glaube, ich habe noch nicht ganz verstanden, wofür der kleine Drehwürfel ist. Das sind einfach Bonuspunkte, soweit ich weiß. Ah, hier muss ich gar nichts machen. Mhm, nice. Zack, boom. Oh, okay, verstehe. Das heißt, beim letzten muss ich die Drehbewegung ändern. Okay. Oh Gott! Okay, beim letzten muss ich nach oben drücken und muss mich abholen lassen. Easy, 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 easy. Okay, jetzt wieder diesen Donuts. Okay, also man muss immer am Rand bleiben und dann von einem Donut zum anderen Donut springen. Oh Gott. Boah, also das ist echt krass. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ah, das ist echt schwierig, wenn man bis 3 zählt und du darfst aber den dritten Sprung nicht machen. 1, oh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ah! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ah, shit, fuck. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, Zimesh, vielen Dank für dein Abo mit Twitch Prime. Sehr nett von dir, danke. Wie geht's dir denn? Ist mein Würfel eigentlich größer geworden oder täuscht mich das? Naja. Also, wenn, da bin ich jetzt echt durchgewascht, oder? Hui. Also nach dem Level mache ich mal Schluss für heute. Sehr gut, gerade eine Woche Urlaub, also alles entspannt. Ja, sehr cool. Bei mir ist auch alles entspannt.
heute am Patertag mal ein bisschen zocken, kurz gestreamt. Und jetzt mache ich gleich nochmal was mit meiner Tochter. Aber erstmal muss ich hier runterkommen, ey, das ist echt krass. Ja, irgendwann muss man die Richtung wechseln. Am Anfang ist easy. Ich muss morgen wieder los und mein Juni-Urlaub wurde gestrichen, weil mein Boss seinen Daddy-Monat wollte. Okay, naja. Ist aber auch wichtig. Eins. Ah, shit. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins. Eins, zwei, drei, eins. Pff. Eins. Pff. So, also ich glaube, das Level mache ich von anders weiter. Das ist mir jetzt, glaube ich, zu krass. So, ich schau mal kurz, wer online ist noch. Bei wem wir vorbeischauen können. Weil ich gehe jetzt nämlich ein Eis essen. Schau mal kurz. Herr DK, sag dem Herrn DK bitte schöne Grüße. Der war letzte Woche bei uns im Büro, das war echt cool. Ach so, ihr könnt ihm mal sagen, ob er ein bisschen UT geübt hat, weil er hat gegen mich verloren. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Also schöne, sag dir mal schöne Grüße von mir und irgendeinen blöden UT-Spruch könnt ihr mal da lassen, wenn ihr Bock habt. Ich mach's auf jeden Fall. Schönen Abend euch, trinkt nicht zu viel am Vatertag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!